Willkommen zu Dark Souls Remastered. Hier ist wieder euer Gonzo und ich habe mir meine Seelen hier oben wieder geholt. Allerdings kamen dann die beiden Gemäldehüter auch raus. Die kamen einfach raus und wollten mich verprügeln. Wo? Moment. Der Ton. Sobald wir drin sind, ist der Ton weg. Okay. Okay. So, wir achten auf Typen von oben, während wir den Typen hier unten platt machen. Okay, schlechte Entscheidung. Nochmal, komm. Perfekt. So, der Kater ist jetzt auch hier. Und ich glaube, irgendwer hat ein intensives Häufchen gemacht. Oder einfach nur gepupst. Wir werden es nie erfahren. Vielleicht war ich es. Nee, Moment, Moment. Hey, die fauchen sich gerade an. Auf der Couch neben mir. Leute, es ist genug Decke für alle da. Es wird gefaucht und geknurrt. So, ich muss mal gerade gucken. Läuft die Aufnahme alles perfekt, oder? Alles läuft geschmeidig. Will ich hoffen. Hier ist der Weg nach drüben, wie ihr seht. Da kann man nämlich reinspringen. Und, na, oh, meine Güte. Hat mich das gerade geschockt, dass wir da oben abgeprallt sind. Okay, wir sind auf der anderen Seite angekommen. Und finden hier noch ein Item. Das muss ich in meinem Privatspielstand noch holen. Ich habe gerade eine Katze auf der... Nein! Ah! Katze auf dem Schoß! Auf meinem Gamepad. Ich habe es ja so gewollt. So, Gemäldehüter-Typ, du kannst nicht ausweichen hier drin im Eingang. Perfekt. Jetzt hat er sich auf meinen Schoß gesetzt, weil die Katze ihn angefaucht hat. Okay. So machen wir weiter. Mit der Nase am Analogstick. Und hier haben wir göttlicher Segen, den ich nie benutzen werde. Niemals. Und zurück. Dafür hier die ganze Aufregung. Jetzt schön vorsichtig zurück. So, perfekt. Jetzt können wir endlich weitermachen. Ach, du bist schon tot. Okay, jetzt habe ich mich gerade erschrocken. Und dachte, was kommt denn da auf mich zu? Guck mal übrigens da. Hier sind übrigens ganz viele Statuen von wichtigen Charakteren, die Silberritter, Guinevere, die Sonnengöttin, die Tochter von Gwyn. Dann hatten wir, ich weiß gar nicht, ob ihr es gesehen habt, da oben, wo wir gefarmt hatten, wo die beiden Kisten waren und die Mimik, da waren zwei große Statuen von Smaug und Ornstein. Wo können wir jetzt lang? Moment, Moment, wenn wir von hier kommen, dann war der Gargoyle da unten. Genau. Jetzt verstellen wir das einmal. Damit schalten wir einen neuen Weg frei. Wir können uns erstmal die Rüstung holen. Wir könnten direkt in die gemalte Welt gehen, das will ich aber nicht. Da gehen wir erst später rein, weil wir ja auch farmen müssen. Das machen wir ein andermal. Ich will erstmal das Teleportieren erlernen, bevor ich mich in die andere Welt begebe. Das können wir natürlich noch machen, bevor wir in Neulondo absteigen. Ich weiß nicht, ob sich das lohnen würde vom Entwickeln der Waffe her. Oder wir gehen zuerst nach Neulondo und holen uns eine Waffe plus 15 und gehen dann dadurch. Wir müssen ja leider auch den optionalen Boss besiegen. Hey, das war ja richtig genial. Diese dämlichen Gemäldehüter, die uns auch in Dark Souls 3 nerven. So. Tot. Da kommen jetzt doch mehr. Da hinten sind auch noch welche versteckt. Und wir haben da einen Zauber liegen. Den haben wir eben von oben runtergehauen. Schön. Ein schöner Schnitt. Ein sauberer Schnitt einmal quer durch. Komm. Kommt her. Kommt her. Das hast du gut gemacht. Bist mir sofort in die Klinge gesprungen. So mag ich meine Gemäldehüter. Das macht ihr echt sauber. Hey, du bist tatsächlich gut ausgewichen und gehst mir einfach ganz langsam in die Sense rein. Das ist wirklich herrlich. Der Kater sitzt immer noch auf meinem Schoß und putzt sich. Ich sag euch, irritierender geht's gar nicht. Oh, was war das? Was war das? Das war rein aus Versehen jetzt. Aber echt genial war das. Eine Sprungattacke auf zwei Leute.
Eine erfolgreiche. Das war die Rache dafür, dass ihr mich oben so leicht gekillt habt. Oh Gott, er schnüffelt an meinem Bauch. Es kitzelt. Es kitzelt. Das zerstört die ganze Dark Souls-Stimmung. Du dämlicher Gemäldehüter. So, jetzt holen wir uns die Rüstung vom Eisentarkus. Ey, ich bin kein Kratzbaum. Schwarzeisenschild. Das Tolle ist ja, wenn man hier zurückkommt aus der gemalten Welt, dann steht man hier zwischen den ganzen Gemäldehütern. Muss den ganzen Weg zurück. Oder man teleportiert sich irgendwie weg. Geht das? Kann man sich woanders hin teleportieren? Oder ist man wieder in der gemalten Welt? Ist sowieso egal. Man kann doch hin und her teleportieren dann. Spätestens wenn man einmal raus ist, kann man sich doch hin und her teleportieren. Oh Junge, du hast so viele Decken hier. Aua, geh doch woanders hin. Oh, wir haben eine Menschlichkeit. Guck mal. Wir haben eine Menschlichkeit zurückbekommen von den Gemäldehütern. Ab und zu bekommt man eine von Menschen. Von menschlichen Gegnern. Wo geht es dann weiter? Was hättet ihr eigentlich gerne? Hättet ihr gerne, dass ich Smaug und Ornstein dann allein versuche? Solange bis es klappt, was ewig dauern kann. Moment, brauchen wir noch irgendwas? Ich glaube nicht, ne? Wir müssen nicht nochmal hochdrehen. Wir haben alles angesehen, alles freigeschaltet, meine ich doch. Wir können jetzt weiter. Wollt ihr sehen, wie ich die alleine irgendwann platt mache und bis dahin halt ewig hier auflevele und Scherben sammle? Das würde mir nichts ausmachen. Wir würden halt ewig an der einen Stelle hängen und ewig sammeln und farmen. Und ihr könntet sehen, wie ich meine Waffen weiterentwickle. Wäre vielleicht, naja, für mich sehr interessant, für euch eher weniger, aber das ist dann eure Schuld. Oder soll ich es einfach mit Solaire versuchen und einmal gerade durchwandern? Oder vielleicht mache ich das heute noch alles perfekt hier und ihr habt gar keine Entscheidungsfreiheit, weil das schon alles aufgenommen ist. Wer weiß. Wie ist das mit den Schlangen? Ich habe jetzt ausprobiert, wie man nämlich mit Karth reden kann, mit Karth den Eid begeht und am Ende doch noch mit Fremd reden kann, was der Story zuträglich ist, wenn man sich beide Seiten anhört. Aber wir brauchen Fremd eigentlich gar nicht. Das ist die Schlange am Feuerbandschrein. Also sollen wir es lassen oder nicht? Sollen wir einfach direkt mit Karth interagieren und die Sache perfekt machen? Ah, guck mal. Guck mal, guck mal, guck mal. Schön, schön. Sehr schön. Sehr schön. Oh, da ist der Kater zurück auf meinem Schoß. Und klemmt mir die wichtigsten Teile ab. Katerchen. Zum Glück sind die noch so leicht. Mit Kindern ist das nicht so leicht. Ich sage euch, Kinder. Kinder, schützt eure Genitalien. Also nicht Kinder, schützt eure Genitalien, sondern ihr Väter von Kindern. Schützt immer eure Genitalien. Die Kinder gehen immer drauf los und treten drauf, stellen sich da drauf. Sie kämpfen gegen Geschwister an. Gegen eure Fortpflanzung. Was haben wir hier? Die Riesenhellebarde. Wir bekommen von denen auch noch das Riesenschild. Die Riesenrüstung müssen wir uns kaufen. Das machst du sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ach, schade. Es ist immer blöd, wenn die Attacke zuerst den Schild trifft, dann zählt das Durchschneiden des Gegners nicht. Der neutralisiert quasi den Angriff. Das ist wie in Demon's Souls beim Turmritter, wenn ihr hinter der Wand steht und der Energiepfeil des Turmritters geht durch die Wand und trifft euch, dann verletzt er euch nicht, weil er ja bereits die Wand berührt hat. So ist das mit diesem Schild. Wenn ihr das Schild berührt, verletzt euer Schlag. Den Riesenritter nicht. Tja, Versager. Die geben auch hier noch ordentlich 500 Seelen. Das Kätzchen spielt ein Pet rum. Das Beste ist dieser hier. Die haben auch so einen geilen Speer mit einer riesigen geilen Reichweite. Und einem Elektroschaden mit Blitzangriff. Tschö. Könnt ihr bei denen farmen. Echt geiles Teil. Allerdings will ich auch den Speer von Ornstein und das ist dann quasi dasselbe. Irgendwie dasselbe. Hat irgendwie sich die Mühe gemacht, beides auf Maximum aufzustufen? Dann sagt mir, was ist besser. Was hat die höheren Werte? In Physik und Blitz. Und das unterscheidet sich ja. Ihr wisst ja, aua. Aufgeteilte Schadensarten müssen auch gegen mehrere Resistenzen angehen bei Gegnern. Ich habe es schon ein paar Mal erwähnt. Hab mit Judex von Asturien drüber geredet. Na, na, na,
bleib doch mal stehen. Einfach mal. Oh, meine Güte. Komm. Er hat nämlich bemerkt, dass der pure Gesamtschaden von Waffen nicht aussagt, wie viel Schaden eine Waffe macht. Huiuiui, jetzt haben wir 10.000. So. Also der pure Angriffswert einer Waffe sagt nichts darüber aus, wie viel Schaden sie dann in Wirklichkeit macht. Das habe ich schon mal erklärt. Das ist mir aber auch erst sehr spät aufgefallen in den späteren Souls-Spielen. Hier damals in Dark Souls noch gar nicht. Deswegen spiele ich es jetzt anders als je zuvor, weil ich jetzt Sachen weiß, die ich damals halt nicht wusste. Ah, brauchen wir den Ring des Nebels und so viel Balance, wie nur geht. Funktioniert noch, okay. Schnelle Rolle, perfekt. Und zwar, so, zur Erklärung. Ihr habt einen Schadenswert mit eurer Waffe. Der Gegner hat einen Verteidigungswert. Wenn ihr angreift, dann wird der Schadenswert eurer Waffe, der wird subtrahiert mit dem Verteidigungswert des Gegners. Und so entsteht der Schaden. Aber wenn ihr normalen physischen Schaden macht und, sagen wir mal, Feuerschaden, dann schlagt ihr auf den Gegner ein. Nein! Ah, verdammt! Nein, ich kann den einfach nicht schubsen, kann ich ihn nicht. So. Ich wollte ihn schubsen, hat nicht funktioniert. So. Also. Der Nebelring hat uns übrigens gerettet vor dem zweiten Bogenschützen, der hinter uns war. Wenn ihr mit Feuerschaden und normalem Schaden haut, dann habt ihr zwei Schadensarten. Und der Gegner hat dann aber auch eine Feuerverteidigung und eine physische Verteidigung. Das heißt, er hat auch zwei Verteidigungsarten. Das trifft super, ne? Dein eigenes Schwert. Ist ja gar nicht, ist von deinen dunklen Kameraden. Ey, geil, mach das nochmal. Ach, schade. Wäre schön gewesen. Wenn ihr dann mit einer Waffe mit purem physischen Schaden auf den Gegner einhaut, macht er vielleicht mehr Schaden, weil seine physische Verteidigung geringer ist, als wenn ihr mit zwei Schadensarten auf den Gegner haut und dann zwei Verteidigungswerte habt, die von eurem Angriff abgezogen werden. Deswegen sind die ganzen Gemischtwaffen nämlich auch stärker als die normalen Waffen, weil es bereits so gedacht ist, dass der Gegner mehrere Resistenzen hat. Und nur wenn ein Gegner keine Feuerresistenz hat in seinen Werten, dann macht ihr mit einer feuerverzauberten Waffe wesentlich mehr Schaden als mit einer nicht verzauberten Waffe. Das ist der Gedanke dahinter. Das heißt, die Waffen mit Veredelung, mit Verzauberung, helfen auch immer nur dann weiter, wenn die Gegner keine Resistenz gegen die zweite Schadensart haben. Und bei physischem Schaden ist das nochmal so, dass ihr Stichschaden, Schlagschaden und Schnittschaden habt. Die sind ein bisschen seltsam benannt hier. Und glaube ich auch nicht einzeln aufgeführt. In den anderen Souls-Spielen ist das glaube ich nochmal einzeln irgendwie aufgeführt, beziehungsweise in den Rüstungswerten müsste man sehen können. Wo haben wir das? Haben wir? Moment, guck mal da, guck mal, hier. Da seht ihr in der Mitte, im unteren Drittel, in der mittleren Spalte, seht ihr physische Abwehr 183 und dann geht ihr runter gegen Schlag, gegen Hieb, gegen Stoß. Schlagschaden ist der Blandschaden, das ist der Knüppelschaden. Also wenn ihr mit einem Knüppel geschlagen werdet, dann gibt es den Hiebschaden, das ist der Schnittschaden, wie ich ihn gerne nenne, der Slash-Schaden. Und es gibt den Stoßschaden, da seht ihr eine kleine Speerspitze. Der Stoßschaden ist Piercing Damage im Englischen. Das macht im Englischen alles viel mehr Sinn, weil das viel besser unterschieden wird in Blunt, Slash und Piercing. Und hier heißt es einfach nur Schlag und Hieb. So, Hieb ist Schnitt, Schlag ist stumpfer Schlag, Stoß ist Stich. Das sind die Schadensarten und man hat da unterschiedliche Resistenzen, wie ihr seht. So. Jetzt weiß ich nicht, warum gerade diese Rüstung gegen stumpfen Schaden so schön resistent ist. Gegen Hieb auf jeden Fall, weil natürlich das ganze Metall die Schnitte aufhält. Und Stich ist eigentlich eine Sache. Rüstungen sind sehr empfindlich auf Stiche, eigentlich. Solaire? Solaire? Oh, there you are. You've been quiet these days. Smooth summoning out there. Anytime you see my brilliantly shining signature, do not hesitate to call upon me. You've left me with quite an impression. I would relish a chance to assist you.
Du kannst mir helfen. You really are fond of chatting with me, aren't you? If I didn't know better, I'd think you had feelings for me. Oh no, dear me, pretend you didn't hear that. Unser Sunbro. Ich nehme jetzt eine Decke und lege die Decke noch ein bisschen auf den Kater. So. Dann hat er es gemütlich warm auf meinem Schoß. Jetzt kämpft er gegen die Decke. Okay, wir machen weiter. Wir haben noch ein paar Minuten Zeit. Wir haben doch schon, ne? Wir haben es schon hingesetzt. Jetzt kämpfen wir gegen die geilen Silberritter, die sich wunderbar parieren lassen. Leider hier nicht mit diesem Schild. Dann lassen wir das Parieren jetzt weg. Die lassen sich aber auch wunderbar backstabben. Ich habe da beim Privatspiel nochmal rausgefunden, wie das genau funktioniert. Und zwar genau hinterm Schild. Ah, wenn man wirklich hinterm Schild steht. Jetzt haut er mir mein Dings weg. Sobald man hinterm Schild steht, kann man die bereits backstabben. Die haben eine sehr große Reichweite an Backstabberei. Eine Sonnenlichtmedaille, davon brauchen wir 30 insgesamt. Um alle Wunder freizuschalten. Obwohl, wir brauchen auch noch die Seele des Endgegners für das letzte Wunder. Wir brauchen sie aber, glaube ich, auch für eine Waffe, ne? Also müssen wir da auch zwei Spielstände halt machen. Also zweimal durchspielen für... Seht ihr, ich war am Schild. Ich war noch am Schild. Backstab. So läuft das hier. Lässt ihr ein Silberritterschild liegen? Leider nicht. Die sind sehr selten und geil. Oh ja. Ich war sehr verwundert, dass Nils und Simon das hier finden konnten. Die letzte Ruhestätte von Havel. Hier liegt seine Rüstung. Und eine okkulte Keule. Was hatte Havel vor? Wenn wir davon ausgehen, dass hier alle Stücke Havel gehören. Havel wurde ja weggesperrt, als er seinen Verstand verlor, aber man weiß es nicht. War er ein Freund von Sonnenfürst Gwyn? Hat er sich eine okkulte Keule geschnappt? Denn Keulen sind halt seine Waffen. Und okkult ist halt eine Waffe, die sehr viel Schaden macht gegen Götter. Und auch gegen Gwyn am Ende. Sieht man hier? Die Kette verrät uns. Diesmal machen wir auch richtig Schaden hier. Die Kette verrät uns, das ist eine Mimik. Und sie bewacht die okkulte Keule, die sehr effektiv wäre gegen Gwyn. Und vielleicht hat Gwyn deswegen Havel eingesperrt. Vielleicht wollte er gegen die Götter vorgehen. Und es gibt dann auch die beiden Schlangen am Ende des Spiels. Ich weiß, ich greife schon sehr vor, ne? Aber nicht am Ende des Spiels, hier kurz danach. Ich greife schon immer ein bisschen vor, aber ich will auch über die Lore reden. Die beiden Schlangen, die eine ist auf der Seite der Dunkelheit, auf der Seite der Menschen und die andere ist auf der Seite von Sonnenkönig Gwyn. Und beide legen die Prophezeiung des Untoten etwas anders aus und geben uns damit einen anderen Weg. So, hier können wir eine extreme Abkürzung nehmen. Wir können das ganze Gebiet extrem geil abkürzen, wenn wir einfach hier runterspringen. Aber wir wollen alles einsammeln und zwar alles. Alles. Aber wir kommen doch nochmal zurück, ne? Wir schalten das mal frei. So, seht ihr? Wir sind jetzt bei der zweiten Treppe angelangt. Das sind insgesamt zwei Treppen. Wir müssen einmal ganz nach oben. Wenn wir oben sind, müssen wir nochmal den ganzen Weg nach unten. Das haben wir uns jetzt erspart. Ich überlege gerade, wir können unten das Tor öffnen. Wir können aber auch jetzt direkt zum Schmied gehen. Und uns den Großbogen sichern. Den müssen wir noch aufwerten. Den brauche ich ganz dringend sofort. Hier an dieser Stelle. Dann habe ich euch jetzt mal eine geile Shortcut gezeigt. Wir gehen aber den normalen Weg auch noch lang. Genau, hier muss man runter. Hier ist der geile Großbogen. Drachentöter Großbogen. Da ist wohl mal ein Drachenritter verstorben beim Kampf gegen die Drachen. Wenn ich dich anvisieren könnte, könnte ich dich töten. Na, vielleicht geht's ja auch so. Vielleicht geht es ja auch so. Ich muss nur in seine Richtung fallen und dabei den Schlagknopf drücken. Ja, danke. Er ist direkt unter mich gelaufen. Das war perfekt.
Dann machen wir den ersten Shortcut auf. Der Weg zum Schmied ist frei. Vom letzten Leuchtfeuer aus. Dann können wir auch alles aufmachen. So, die haben mir immer große Sorgen bereitet, weil die mich immer so extrem verletzt haben. Aber guckt mal, mit diesem Schild kein Problem. Wir kesseln ihn einfach ein, da kann ich mehr ausweichen und dann hauen wir ihn kaputt. Das waren mal richtig angsteinflößende Gegner. Ich glaube, wir können leveln. Ich glaube, wir könnten leveln. So, jetzt können wir wieder nach oben gehen. Ich bin mir gerade nicht sicher. Soll ich leveln oder soll ich aufwerten? Leveln oder aufwerten? Soll ich leveln oder Erze kaufen? Erze kaufen. Ach, wir kaufen Erze. Ich gehe jetzt eh nicht leveln. Waffe verstärken. Gegenstand kaufen. Schaut mal, Funkeltitanit. Grüne Scherbe, große Scherbe. Kleine Scherbe. Alles, was wir brauchen. Die großen Scherben brauchen wir ja, um Waffen von 5 auf plus 6 zu bringen. Wir könnten die hier kaufen und zurück zu Andre laufen und uns da die Waffen hochschmieden lassen. Ein extremer Umweg. Hier die seltenen Waffen. Da die seltene Rüstung. Brauchen wir jetzt noch nicht. Kleine Scherben, große Scherben. Wir kaufen ein paar von denen. Wir müssen nämlich unsere Waffen noch auf plus 10 bringen. Jetzt haben wir noch ein paar Seelen übrig. Wir gucken mal, was ich alles auf plus 10 haben will. Den will ich auf plus 10, aber erst wenn wir die Seele von Sif haben. Dann, was brauche ich noch hier? Genau den brauche ich. Geil. Jetzt fehlt es mir an großen Scherben, sehr schade. Fast hätten wir es geschafft. Dann hätte ich das Quelak-Furien-Schwert. Okkulte Keule können wir aufleveln. Speer. Natürlich will ich auch den Speer verstärken. Was haben wir noch? Hatte ich noch irgendwas aufgewertet? Den Kurzbogen brauche ich jetzt nicht unbedingt. Kann ich später noch einen Bogen herstellen? Vielleicht, ne? Gut, und den will ich ja auch noch auf plus 10 bringen. Gut, ein andermal. Dann laufen wir jetzt hier hoch und eigentlich ist die Folge vorbei. Jetzt haben wir extrem geshortcuttet. Einiges übersprungen, stehen bereits vor den Bossgegnern, aber ich mache jetzt hier nicht einfach so, das war's doch nicht. Ja, das soll es nicht gewesen sein. Ich versuche jetzt die große Tür zu öffnen und nicht dabei zu sterben. Und dann gehen wir den Weg zurück. Die Frage ist, soll ich vorne rum oder hinten rum? Oder ich kann gar nicht mehr vorne rum, ne? Dann müsste ich an den Bogenschützen nochmal vorbei. Wir gehen jetzt hier hinten rum den Weg entlang. Wir gehen den Weg rückwärts. Hier unten sind zwei Riesen. Da ist der schwarze Augapfel, der sich gerade berufen fühlt, uns was zu sagen. Ich habe vergessen, den Großbogen aufzuwerten. Verdammt. Ich hätte sofort den Großbogen aufwerten müssen. Und Pfeile kaufen. Seht mal, die Tür geht auf. Das ist perfekt. Jetzt nochmal hier dran vorbei. Links oben ist ein Bogenschütze, nicht auf den achten. Einfach weiterlaufen. Und dann gehen wir den Weg zurück, sammeln noch mehr Seelen, dann können wir nämlich den Großbogen gleich noch aufwerten. Wir sind noch nicht fertig, wir müssen auch Sigmeier wiederfinden. Der versteckt sich hier irgendwo. Ich guck mal gerade, haben wir hier... Tatsächlich, ich kann zurück. Hier gibt es einen Shortcut. Wir machen das gerade noch, komm, das machen wir gerade noch, Leute, wir machen das gerade noch hier fertig. Wir können doch den ganzen Weg zurück. Beachte mich, aber schütze dich nicht. Ah, Mist. Der dämliche Speerritter hier, der einfach sein Schild benutzen kann. Aua. Gott, bist du fies. So. Dankeschön. Einen Schluck trinken. Du schützt dich auch nicht. Der Erste trifft dich. Lass doch mal deinen Speer fallen. Das wäre nett. Auch schön, jetzt haben wir direkt den größten Shortcut freigeschaltet, soweit ich mich erinnere.
Silberritter Stumpen, Stulpen, Silberritter Gamaschen, Silberritter Helm, Silberritter Rüstung. Bei den Endgegnern hier sehr wertvoll, weil die eine hohe Blitzresistenz haben. Wir öffnen die Tür und stehen wieder am Anfang. Ist das nicht geil? Ist das nicht genial? Wir sind hier, hier ist der Kamin und Solaire. Und wir können den Weg nochmal ganz normal gehen. Beim nächsten Mal laufen wir also ganz normal die Treppen entlang. Ich zeige euch den regulären Weg. Wir haben jetzt bereits alle Shortcuts offen, die direkt zum Gegner führen. Es gibt noch einen Shortcut, der mittendrin irgendwo ist, der den Weg verkürzt. Aber alle großen Shortcuts sind jetzt schon offen. Der Bosskampf ist jetzt offen. Wir könnten weitermachen. Aber es gibt hier noch einiges zu finden, zu looten, zu farmen, zu retten, zu tun und Spaß zu haben. Und dafür sind wir hier. Ich bedanke mich fürs Reinschauen. Macht's gut. Ciao, bye bye. Euer Gonzo aus dem Dark Souls Remastered.